It's just, you know, so the place. 3, 2, 1. Also dieses Interview habe ich inhaltlich und auch, sagen wir mal, im Kopf, das war das, was ich am längsten vorbereitet habe. Wir haben ja ein paar Magazine im Vorfeld gemacht. Jetzt ist das die erste Ausgabe, die deutschlandweit im deutschsprachigen Raum auch veröffentlicht wird. Und da war das für mich natürlich so eine Art Challenge, hier auch jemanden zu finden, der uns ja, einen gewissen Grad an Publicity auch schafft. Das geht in der Regel mit Menschen, die schon bekannt sind. Dass wir Andrea Bocelli tatsächlich interviewen dürfen, exklusiv bei ihm zu Hause, war für mich dann auch eine Riesenfreude. Eigentlich jährlich den Preis abgegangen, ne? Wahnsinn. Ja, es war ein ganz besonderer Moment, mit einem solchen Weltstar ein Interview führen zu können. Mit einem Weltstar, der sich seiner Talente bewusst ist, aber auch genau weiß, woher seine Talente stammen. Und sich ständig, wirklich immer wieder darauf berufen hat, dass er die Talente von Gott hat. Und einfach ein großartiger Mensch ist. Ich habe das ein Dreivierteljahr lang vorbereitet. Ich habe viel Musik von ihm gehört, viel gelesen über den Mann, über sein Leben, seine Karriere, seine Kinder, seine Familie. Einfach um dieses Talent, dieses Ausnahmetalent auch wirklich zu durchdringen. Ja? Dass man sozusagen die Chance, die man einmal hat im Leben, nämlich diesen Mann zu interviewen, ausgerechnet bei ihm zu Hause, dass man die voll nutzen kann. Er wirkte sehr ruhig, sehr bedacht, sehr reflektiert. Ich denke, das kommt schon durch seine Musik und der andere Art und Weise, wie er singt, auch durchaus rüber. Insofern war ich eigentlich nicht überrascht. Aber in dem Interview kommt eine so enorme Tiefe zum Ausdruck, die wirklich nochmal deutlich macht, was für eine großartige Persönlichkeit er ist. Wir hatten Hilfe von oben. Wir hatten die Hilfe von den Freunden aus dem Vatikan. Er ist ja mehrfach im Vatikan aufgetreten. Wir haben dann über Freunde im Vatikan nachgefragt, ob sie uns helfen können. Die haben uns einen Kontakt geschaffen. Und was ich sehr, sehr toll fand, war, dass die Rückmeldung aus dem Büro von Andrea Bocelli nach 5 Tagen schon kam. Und die haben sich gefreut, haben gesagt, na, gerne helfen wir Ihnen. Wir helfen gerne auch, dieses Magazin mitzugestalten. Wir sind sehr gerne bereit. Kommen Sie uns besuchen. Kommen Sie nach Italien. War ein ganz, ganz besonderer Moment, glaube ich, jetzt hier zu sein, dieses Interview mit ihm zu führen. Natürlich habe ich mit vielen anderen auch Interviews geführt, aber ich denke, es war doch ein ganz, ganz besonderer Moment hier mit Andrea Bocelli, dieses Gespräch führen zu können in dieser doch, muss man sagen, privaten Atmosphäre bei ihm zu Hause. Sicherlich etwas ganz, ganz Besonderes. Wir reden hier von einem Weltstar und wir sind ein Magazin, was neu auf den Markt kommt. Und das fand ich sehr schön, dass sie uns als solches auch enorm seriös wahrgenommen haben und das sehr, sehr professionell vorbereitet haben. Die Zuschauer können, glaube ich, aus diesem Gespräch vor allen Dingen mitnehmen, zum einen, dass er sagt, jeder Mensch hat ein Talent und jeder Mensch ist von Gott wirklich gewollt. Und jeder von uns, und wir haben auch das angesprochen, jeder von uns hat irgendwelche Defekte. Und wir müssen einfach auf das schauen, was Gott uns schenkt und uns selbst natürlich für ihn entscheiden. Zwischen Gut und Böse zu entscheiden, das hat er ganz deutlich gesagt. Also ich denke, das müssen wir mitnehmen, wirklich auf das zu schauen, was Gott uns gegeben hat und mit dem zu arbeiten, mit dem sozusagen unser Leben zu gestalten in aller Freiheit. Wir wollen als Grandios natürlich viele Menschen ansprechen, vor allen Dingen junge Menschen, suchende Menschen, die sozusagen ihren Platz in der Gesellschaft suchen, die irgendwie den Sinn auch in ihrem Leben suchen. Und da wollen wir sozusagen helfen, auch die Botschaft Christi zu zeigen in der Lebenswirklichkeit der Menschen. Also da, wo die Menschen sich bewegen, in dem Alltag, da wollen wir zeigen, ist die Botschaft Christi eigentlich täglich da, ohne dass man es merkt. Und letztlich ist das das Gleiche, was EWTN auch macht, aus unserer Sicht. Und deswegen haben wir eine Kooperation mit dem Sender angestrebt. Wir werden eine grandiose Sendung innerhalb des Programms von EWTN haben, wo wir auch die Auszüge, die Interviews, die wir machen, die multimedialen Interviews, die wir da aufzeichnen, die werden wir dort auch zeigen.
Also worauf Sie sich auf jeden Fall freuen können, ist, dass wir unsere Gespräche genauso wie dieses heute mit Andrea Bocelli immer intensiv vorbereiten. Was wir machen ist, wir zeigen wirklich den Menschen hinter dem Namen. Was uns immer ganz wichtig ist, ist, dass die Menschen auch aus einer Perspektive gezeigt werden, die vielleicht so gar nicht in den Medien bisher präsent war. Wir wollen einfach nur zeigen, wie die Menschen, die die Botschaft Christi für sich verinnerlicht haben, ein schönes, glückliches, zufriedenes, ausgeglichenes Leben führen und dass das als Beispiel für diese Menschen dienen kann, die sozusagen auf der Suche sind nach dem Sinn ihres eigenen Lebens. Das ist, glaube ich, der Mehrwert, den viele Leute bei Grandios finden. Und wir zeigen kleinere Alltagshelden. Wir zeigen Menschen von einer anderen Facette. Wir zeigen aber auch Dinge, die sonst im Verborgenen vielleicht bleiben. Die wollen wir zeigen, und zwar in dem Licht, in dem sie zu zeigen sind, nämlich in dem Licht von Grandios. Bye-bye. 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 Thank you. Gracias.